Ah, man kann irgendwie sprinten und dann, wenn man kurz vor der Mauer Steuerung tippen, dann gehst du über die Mauer und sprintest direkt weiter. Oh, hier schießt es. Ja, da hinten. Analyse beenden. So mittendrin. Ich sprinte nach vorne. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Feindkräfte nähern sich? Links. Links, wie es scheint. Aber wieso sind die grün? Das sind unsere. Das sind unsere. Die grünen. Das andere links. Das andere links. Oh. Oh, oh, oh. Deckung. Oh, hier wieder. Stolpert. Kann ich die Kugel die aber auch normal tragen, ne? Die nehmen ganz gut, ja. Schieß, bis sie tot sind. Ziel ist sicher. Mach bloß. Keine Gegner mehr entdeckt. Keine Gegner mehr entdeckt. Na gut, das war ja easy hier, ne? Das war easy. Bedanken die sich auch? Nee. Nö. Die sind froh, dass sie noch leben. Ey, guck mal, der hinten hat gegrüßt. Wo? Ehrlich? Ich hab grad hier den Gruß gemacht und der hier hinten hat zurückgemacht. Aber der Gruß ist doch verboten, dachte ich. Achso, den meinst du. Du meinst den hier, oder was? Ja, genau. Tachchen, grüßen Sie auch. Die sind vernichtet, glaubst du? Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, was ist denn jetzt los? Bin ja alles. Ich kann auch noch schießen. Und nun? Mein Schnuppilein, was machst du denn jetzt schon wieder? Kann mich mal ins Kreuz treten, der bewegt sich irgendwie nicht mehr. Ja, warte. Ja, warte. Nee, ich verschieb mich nur. Was ist jetzt los? Oh, Spiel. Ah, jetzt. Jetzt? Ja, es geht. Ah, sehr gut. Wie hast denn du dich auf den Boden geworfen, bitte? Wie krieg ich jetzt das Schild wieder weg? Ach so. Lange E drücken oder wo auch immer du das gerade hast. Ja, da ist es. Einfach weg. Weggenommen. Gibt noch Ersatzschilder. Der hat noch ein paar im Rucksack. So, gehen wir weiter. Jetzt machen wir Mission. Lass uns ja schön Zeit liegen, ne? Oh, Pizza. Hier gibt's Pizza. Geh nach Hause, geh nach Hause. Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art. Wir müssen helfen. Wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Trunk? Wir retten Ihnen uns den Arsch. Aber ja, passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Okay. Da vorne. Okay. Einheit 43. Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu Ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Wo ist unser? Ach, das ist ein Boss? Ja. Hier mal die Seite lang. Den kannst du, glaube ich, nur von hinten oder so. Die haben manchmal bestimmte Eigenschaften. Ah, nee. Okay. Das geht. Yeah. Oben sind noch welche. Noch einer. Endlich mal Sachen eingesammelt. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Mein offizieller Bericht. Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam.
Noch nicht reingehen. Sehr schön. Reingehen. Das ist Hauptmission. Moment. Ja, du kannst ja trotzdem machen. Wollen wir noch andere Sachen machen? Du kannst dann ganz normal reingehen und wir können später wieder rausgehen. Das ist dann so eine Art Lager. Du wirst es gleich sehen. Mach ruhig. Okay, geht. Alles klar. Dann gehen wir jetzt ins Lager. Sicherer Bereich. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Verkäufer entdeckt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay. Helm, du hattest da doch auch noch einen Bug, oder? Bitte? Du hattest auch noch einen Bug mit dem Kaufen? Ja, beim Kaufen. Und zwar... Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Einmal. Und wir brauchen Captain Da konnte ich nichts verkaufen. Er kann die JTF also beim Kaufen kriegst du ja die Waffen angezeigt direkt und dann kannst du oben rechts auf Verkaufen klicken. Man hatte die Waffen doppelt angezeigt. Quasi die Verkaufsliste und darunter die Kaufliste. Da ging natürlich nichts anzuwählen. Seid ihr jetzt eigentlich auch bei mir in derselben sicheren Basis oder in eurer eigenen? Mhm. Wir sehen uns wahrscheinlich hier nicht, ne? Nee, wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht, aber wir sind in der Basis, ja. Ja, oben auf dem Radar seht ihr das. Ja, wir sind alle, die blauen Punkte, alle zusammen hier. Hier kann man übrigens Sachen jetzt weglegen, aber verkaufen wäre eigentlich sinnvoller, aber. Die blauen Punkte sind aber die Händler, ja. Hier, Fertigungsstation. Nee, die blauen Punkte sind die Händler. Wir können jetzt aber hier mal alles verkaufen. Achso, okay. Und wo können wir hier beim Ausstattungshändler können wir verchecken? Ja, das sind die Einkaufswagen. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Ich will der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Erstmal durch, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Hol dir die Verbrauchsgegenstände aus den Kisten. Mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. Okay? Irgendwer hat gesagt, in einem dieser Wohnhäuser gibt's was zu machen. Ich sehe doch, dass sie bessere Ausrüstung brauchen. Okay, und wird mir. Also sehe ich nur Sachen, die ich nicht angelegt habe? Beim Verkauf ja. Ein Wort genügt und es gehört dir. Hoffe ich doch. Nee, ich glaube schon. Ich habe mir alles markiert vorher mit schon zu Schrott hinzufügen. Könnt ihr mit V machen. Ah, was? Ah, okay. Das ist ein guter Tipp. Was nochmal? Ich will sie nicht aufhalten. Du kannst die wohl die Sachen im Inventar mit V markieren. Und dann? Und dann hat er sie im Schrott. Und dann kann man sie verkaufen. Probiere ich jetzt mal. Das weiß ich nämlich nicht. Also dann. Ich habe sie jetzt alle gesehen im Verkauf. Ah, dann Schrott verkaufen. Schrott verkaufen. Oh, cool. Das ist natürlich wesentlich praktischer als da beim Händler. Umzuwurschteln. Sehr gut. Verkauft ihr jetzt eigentlich alles, was ihr nicht tragt? Ja, ja. Ich werde alles verkaufen. Also. Habe ich wenigstens wieder Platz und dann können wir. Wir kriegen bestimmt noch bessere Sachen. Ich meine, alles wird sich wahrscheinlich relativ schnell überholen. Ne? Keine Ahnung, warum das LMB das russische Konsulat angreift. Also, ich habe zwei Sachen der Stufe 6, die behalte ich natürlich. Stecke ich vorne in die Kiste. Das nimmt kein Ende. Zack, warte mal. V. Kauft ihr euch auch Sachen? Kannst du auch so verkaufen. Sollen wir mal gucken. Vielleicht. Ja. Aber
Aber man sollte dann unterwegs, wenn man schon was ausgetauscht hat, direkt die alten Sachen markieren, ne? Dass man dann später großartig durchsucht. Man kann übrigens, die Listen sind sortiert nach Qualität. Echt? Der war auch wieder passend. Keiner macht ihnen einen besseren Preis. Entschuldigung, die Listen sind sortiert nach Qualität? Ja. Das heißt, Beste ist oben? Jo. Ja. Komisch. Also kein Geschäft? Also kein Geschäft? Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Und wo ist Schrott, Frau? Ne, Schrottmarkierung entfernen und wo ist verkaufen? Ah, Schrott verkaufen, X. Ja. Diese Ausrufezeichen sind Nebenmissionen, oder was? Das möchte ich beantworten. Ach, ich soll Flügel untersuchen. Ja. Das hier lass ich mal aus. Okay. So, bringt das jetzt was, irgendwas zu kaufen? Meint ihr, das macht Sinn? Ich hab gerade geguckt, so viel besser sind die nicht. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Jetzt habt ihr schon irgendeine blaue Sache da drin? Ja. Ja? Ja? Nee. Wollte gerade sagen, achso, nichts zum Kaufen nicht. Kosten, genau, denn die grünen Sachen kaufen hier, also bei mir so 400 bis maximal 600, ja? Und wenn er da alles, was Sie brauchen, blaue Sachen drin hat, die gehen direkt ab 1500 los. Das Leben wird nicht leichter. Da könnte man versuchen zu sparen auf sowas. Aber ich habe nur 651, also. Ja, weiß ich nicht. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Ja, direkt am Eingang. Er weiß mehr, als man erwartet. Ist, ich halte ihn direkt für sehr hilfreich. Der Exit steht rechts daneben. Sehr gut. Sollen wir diese Ausrufezeichen aktivieren? Oder sind das dann Missionen, die uns dann... Ja? Nee, musst du aktivieren. Hast noch oben stehen Flügel... Das sind... Naja. Das gehört, glaube ich, zur Story aber, oder? Medizinischer Flügel. Flying? Da ist jetzt das Crafting nämlich. Da kannst du dann Leute retten und die werden dann halt hier angesiedelt. Offline steht hier noch? Oh, Video. Hey, seid ihr... Ah! Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Ich sag dir mal alle. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Treppe. Das sind meine Mitbürger. Am Eingang das sind ist drei Stadt. Verschiedene Linien und du musst einfach folgen. Hey, Sie müssen... Linie. Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Das heißt, wir müssen jetzt für jeden Bereich einen Spezialisten besorgen. Jo. Du kriegst auch gleich nochmal ein Video. Ich hab's mir gerade angeguckt. Aber es ist ja eh alles offline. Also das kannst du, ist glaube ich nicht in der Beta. In der Beta nicht verfügbar. Also könnt ihr noch so sehr nach Spezialisten suchen. Ah, jetzt kommt eine Videosequenz. Ah, sie. Ja, alles klar. Guck mal dein Gesicht an. Fertigungsstation, die haben wir noch nicht, okay. Grüß dich, Mutz. Ne, ich habe auch nichts gekauft. Ich
800 Tacken. Also, es heißt, wir können die Ärztin retten. Hat jemand im Chat geschrieben. Ja, das ist, Story, ne? Wir können die retten, ja. Ja. Wollen wir dann uns wieder vorne treffen? Seid ihr alle soweit? Ich stehe vorm Eingang, wo die Munitionskiste ist. Ich auch. Jo. Dann treffen wir uns draußen. Ja. Gut. Da seid ihr. Guten Tag. Was ist das eigentlich für ein Lichtchen auf der Schulter? Stimmt, jetzt habt ihr so. Wir halt The Vision sind. Genau. Es zeigt, ja. Ja, aber. dann guck ich mal auf die Map, was wir hier noch machen können. Du tust ihm ja weh! Hör mal. Was machst du denn da? Okay, der hat jetzt irgendwie diese Mission ausgewählt, wo wir die Ärzte retten müssen. Können wir machen. Ja. Let's fetz. Es gibt aber noch ein paar andere Missionen hier unten. Die können wir auch erst machen, wie ihr wollt. Ärztin. Meine Hauptmission machen. Ich schließe mich an. Der Mehrheit ist mir. Der Rattenfänger recht. Von Hameln. Na, okay. Soll das? Vielleicht nochmal als Hinweis kurz an die Leute im Stream. Ihr könnt heute einen Dual-Stream sehen mit dem Chris Play zusammen. Der streamt auch. Und wenn ihr im Chat eingebt, Ausrufezeichen Dual, dann kriegt ihr einen Link, wo ihr beide Streams sehen könnt. Einen solltet ihr muten, sonst habt ihr Doppelton. Ne? Das als Hinweis. Außerdem spielt heute mit der Mr. Helm und die Jorle. Und der Chris natürlich. Ja, genau, den hatte ich ja gerade. Ja. Der Rattenfänger. Genau. Ach, guck mal hier. Hier ist auch noch was. Da drin gibt es zahlreiche Einsatz, Feinde, Agent. Vier. Sie halten Dr. Kendall und Agent. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir haben gar keine Wahl. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Die bleiben natürlich als Rückendeckung. Alles safe. Was ist hier ein Kaufhaus oder was? Oh, da kommen sie oben, Treppe. So, melden Sie sich. Oben. Boom. Der war gut. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Ja, ich habe mich auch gewundert, aber irgendwie da passiert nichts. Oder so. Ne, hier kann ich irgendwas. Ah, hier. Viel erfüllt. Wo denn? Ah, jetzt hier hoch. Ja, ist klar. Noch was. So, du musst einfach nur drüber laufen, das meinst du? Ja, genau. Ja. Ihr rennt alle weiter, ich dachte, wir gucken. Entschuldigung. So. Okay, hier ist wohl Serverraum. Tastatur benutzen, soll ich mal? Mach mal. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Ach so, jetzt hab ich's. Die werden gezwungen, die Verwundeten des Feindes zu behandeln. Ja. Die werden gezwungen, ihre eigenen Verwundeten zu behandeln. Ach so, schwierig. Welche Tasche? Explosionsgeschoss. Na gut, dann gehen wir hier weiter, wa? Exit. Jo. Ist da was in der Ecke? Ja. Chris? Ein Müsli-Riegel. Ganz wichtig. Ibi. Endlich was zu essen. Das ist ordentlich Dinte auf dem Füller. Bulli Pitti hat geschrieben, dass wir eine tolle Runde sind. Vielen Dank. Danke.
Oh, hier nochmal. Sieht aus, als wären noch Leute oben in einem Restaurant. Oh, na gut. Ja, hinten anstellen, ich weiß. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Guck mal, hier können wir Rolli-Rennen machen. Ja, stimmt. Jeder noch. Rolli-Rennen. Ich habe hier Kontakte im Raum. Wo denn? Oh ja, da hinten. Da hinten, ja. Auf Deckung. Weitere Feinde. Das Scharfschützengewehr lohnt sich. Bam. Schön in die Flanke. Von oben, gefallen. Von oben. Ja. Weitere Feinde entdeckt. Bam. Oben noch. Was sind das? Lila? Die sind lila. Die sind extrem stark. Wow. Ist hier weg. Oh, Deckung. Denn das. So, von hier ist weg, einer. Ja. Jawohl. Wurde geblendet. Ich sehe nicht mehr so gut. Pass auf. Minjas, rechts, hinter dir. Oh. Was, rechts hinter mir? Ja, da. Der ist gerade wieder zurückgelaufen, nachdem ich das gesagt habe. Au. Was ist das? Ab. Stufe 6. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe. Was? Sehr geil gemacht. Gucken wir kurz rein. Also ich finde, die Kämpfe sind echt dynamisch, dadurch, dass das Deckungssystem so gut funktioniert. Ja, ich finde sie doch sehr einfach. Vorhin ja, das ist zu einfacher, das auf jeden Fall. Aber wir haben gesehen, am Anfang, als wir rein sind, konnte ich am Eingang, hätte ich den Schwierigkeitsgrad festlegen können. Also wir hätten das auch mal... Ah. Der Helm steht bei mir auf der Stelle. Ja, bei mir ja, auch. Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Bei mir hat es sich beendet. Wir warten. Es ist eingefroren, komplett. Es war auch gerade gut, dass ich von der Seite kam. Kann man schön in die Flanken fallen. Ja. Wie heißen müssen zusammenhalten. Richtig. Inventar voll. Tito. Wie Inventar voll? Ich hab doch alles verkauft. Hä? Ihr habt doch gerade alles verkauft. Ich glaube, das heißt einfach nur, dass unsere Munition voll ist. Wenn ihr an dem Inventar-Ding seid, dann ja. Ja, weil ich hab 3 von 33. Das ist die Munition. Stimmt. Kannst du wieder Munition auffüllen? Ja, deswegen sag ich ja, ich glaube, das ist. Auch geil, die kleine Waffe. Ihr kleinen Schießwütigen, ihr. Dann kann ich jetzt Munition holen. Super 90 habe ich aufgehoben. Haben wir es vergessen, was hier vielleicht rumliegt? Genau, bis Helm wieder da ist. Kommt mir hier hoch irgendwie mit Steuerung? Nein. Ein Grappling Hook oder sowas. Oh, jetzt hat er es endlich geschlossen. Hat schon Zeit gelassen. Minja, gib mir doch mal an der nächsten Wand die Räuberleiter. Guck ich mal. Aber hier kommt man hoch. Ach, der Payset, der liebe Patty ist auch online. Schulterpanzer habe ich gefunden, zeig mal. Boden da oben drauf oder was? Ja, hatte so ein Typ, glaube ich. Oh, hier ist ein kleiner Rucksack. Kommt man zu mir? Hier gibt es, glaube ich, ein bisschen Heilung. Wer eine Heilung braucht. Ich nicht, grüß dich. Ach, und hier ist auch wieder eine Munitionskiste. Ja, das war Masters. Bei der Ausrüstung, da hast du ja so drei Symbole. Das in der Mitte ist mir logisch. Das ist, Das wird irgendwo erklärt. Als ich von dem mit Beam aufgenommen habe, der hat das erklärt. Das wird irgendwo im Menü... Wo ist oben. Schusswaffen, Ausdauer, Elektronik. Was auch immer das. Genau, primär, also den Schaden praktisch, Ausdauer, Elektronik, ja.
Ja, bis jetzt haben wir noch nichts Neues aufgesammelt. Zieloptik. Man sieht ja auch im Inventar, dass da noch was dazukommt, gell? Man sieht ja unten rechts auch eine Fähigkeit noch. Na. Und zwar, ich hab zum Beispiel Skills habe ich da gar nicht gefunden. Nee, Skills und vorhanden. Talente gibt's nicht. In der Beta. Wenn nicht vorhanden, dann. Ich finde das cool, dass man sich so individuell ein. Was war so, denn ich das? Ich bin wieder da. Oh, okay. Okay. Was Neues? Wolltest du probieren? Ich konnte es auch nicht schnell mal einsammeln. Ja, ich bin da. Okay. Hier liegt es. Kannst du schießen, Helm? Jawohl, ja. Natürlich. Na, wer schafft's? Wer kommt ran? Wo ran? An den Basketballkorb. Na, Minjas auf jeden Fall. Mit seinen 2 Metern. gib mal hier. Warte, ich komm ran. Oh, es geht sogar. Du bist so schnell gesprungen, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ah, da liegt noch was, eine Sekunde. Ja. Schnell. Hallo, Gabax. Hallo, roter Adler. So. Der Adler ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Oh, hier. Guck mal, hier kann man Dings machen. Der Bestell ist. Was kann man? Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Seid ihr durchgerannt? Das wäre denn schade. Ja, sind die durchgerannt? Nee, wir sind noch hier am Tischtennis spielen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Oh, eine neue Waffe. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Los, Aufschlag. Holen Sie Chris. Sie raus. Okay, der landet da. Okay, dann nicht da. Oh, dein Tischtennis. Oh, ist er weggeflogen. War neben einem übrigens auch eine Kiste. Ist, liegt die bei dir nicht? Unten? Nein, bei mir liegt er noch auf dem Tisch. Okay. Nebenan, wo meinst du denn jetzt, Helm? Wo wir gerade waren, in der größeren Halle. Gab es da eine Kiste? Nee. Nichts, was, also nichts, wo was Besonderes drin gewesen wäre. Oh, hier mit Unterschriften. Was? Mit Autogramm? Mit, ja, können wir mitnehmen. Die sind bestimmt was wert. Das ist Charlie Sheen. Ja. gehen wir weiter? Holen wir die Ärztin? Jo. Fahrstuhl. Oh, wie cool ist das denn? Ey. Oh. Chris, mach danke, zu. Chris. Ja. Mal wieder auf. Ach, der liebe Chris. Hoppala, ich hab schwarzes Bild. Ah, ich bin oben. Ja. Hoppala, wir sind noch unten. Warte. Sorry. So ist er halt. Alle zusammenbleiben. Gut, in der PvP-Zone, ich bin schon 3 Level weiter. 6 Plätze verliert man, wenn man stirbt. Aber so wie wir reingehen, das behalten wir, oder wie? Ich raff, könnt ihr das nochmal irgendwie... Guten Tag. Ich war, Chris. Ich war das nicht. Bitte? Boah, hier, der drückt sogar den Knopf. Jolle hat den Knopf gedrückt. Ja, toll, cool. Er fährt nicht mehr. Doch, jetzt. Du hast den Auto kaputt gemacht. Ich bin zu schwer. Gabax, gib mal in den Chat ein. Ausrufezeichen, dual. So, und hier ist wieder was Besonderes. Was denn? Eine kontaminierte Zone. Aber Dietrich. Na gut, Chris geht rein und wird jetzt sterben. Warum? Lass ihn ruhig mal reinlaufen. Warum? Weil, Filter da steht nämlich Stufe dran. Zwei. Filter 2. Genau. Filter der Stufe 2. Wo sehe ich, welchen Filter nicht. Ich habe? Ich habe doch hier voll den guten. Ich habe ja, nur Stufe 2. Stufe 5. Stufe 5 Filter habt ihr? Wo sehe ich denn, welche Stufe Filter Stufe ich habe? Stufe 4 sogar. Wo sieht man das denn? Stufe 5. Wo sieht man den Filter? Weiß ich nicht. Das ist hier bei Rüstung. Ah, Rüstung, da. So, ich habe ein Level 10. Hab ich Stufe 4 Filter habe ich. Nee, ich habe Stufe 1. Führt durch kontaminierte Bereiche. Nee, raus. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Hä, aber... Also passen Sie auf. Gut, dann gehen wir nicht rein. Ja. Aber die Tür steht offen. Ah, wir sind tot. Gut, gehen wir weiter. Was ist denn das hier? Oh, guck mal, hier da unten. Von oben runter. Voll gut. Okay, Eraxa. Ladies and Gentlemen. Aber dann geht's ja eigentlich noch. Hauptsache, man verliert nicht halt alles, ne? Das hier ist wieder ein Weihnachtsmann, warte mal. Hab ihn weg. Nichts, da gibt's keine Geschenke. Nein. Das war's. Oh,
Ach doch nicht. Was ist los? Was ist los? Ich hab gerade gegen die Dings geschossen, gegen die große Leinwand, gegen den Bildschirm. Und genau in dem Moment wurde schwarzes Bild, aber es lag daran, dass die Szene umgeschalten hat. Also hier scheint es weiterzugehen. Okay. Ja, alles klar. Linke Seite. Oh, da hinten kommt noch mehr. Was sagt der Hund? Du Hund. Der Hund ist draußen. Oh, jetzt ist es explodiert. Vorhin habe ich gegen so ein rotes Ding geschossen und es ist nicht explodiert. Hier sind Gaskartonbrüche. Oh, hier sind ja jede Menge. Hinten ist raus. Oder? Naja, jede Menge war einer. Nee, zwei. Ja. Ha! Okay. So. Dr. Zoom Let's Plays. Ja, danke für die Info. Bitte? Stimmt. Genau, wenn ihr jetzt dual guckt, weil gerade einer sagt, bei mir sieht es ein bisschen flüssiger und sauberer aus, das Bild. Bei dem Hirnsturz, da könnt ihr die Qualität hochstellen. Bei Source, genau. Solltet ihr aber auch eine gute Leitung haben. Ja, so viel schneller ist es auch nicht. Ein Megabit mehr. Okay. Also ich habe Stream mit 3.5. Was? Feinde entdeckt. Oh, da weiß jetzt auch jeder Bescheid. Wow, komm, Granate. Da. Nochmal, komm. Bam. Durch die Flasche. Das war gut. Oh, fuck. Oh. Bastard. Oh, oh. Noch einer. Kriegst du eigentlich auch Schaden, Helm? Ja, wenn du mir den Schlüssel auf den Kopf haust, krieg ich Schaden. Das ist tatsächlich voll realistisch. Ja, einer hat sich hier gerade an mich angemacht. Was? Wer braucht die Rolle an? Hat's versteckt, der Hund. Oh, Jolle. Hast du mich angefasst? Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Krapschen ist nicht. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht. Hallo, Black Walla. Ist doch ganz schön laut, ey. So, wir müssen hoch, oder?